Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück in eisigen Gefilden. So eis- und eisekalt hier an Pokémon Zoling Gold und Silber. Ja. Ja, ich stelle uns nicht mehr vor. Letztes Mal hast du gemeckert, dass ich das gemacht habe. Ooh. Die Leute wissen ja, wer wir sind. Ja, hallihallo. Bin auch wieder dabei. So. Oh. Heute wollen wir mal eine Arena machen, ohne Pokémon zu verdienen. Skifahrerin Svenja möchte kämpfen mit einem Sichlor. Ja gut, das kriege ich wohl hin mit, Schlimm sind nur die Hoppspross, Hubbelupf und Papungas, weil die haben eine keine sehr effektive, also Elektro ist nicht sehr effektiv bei denen. Das ist ein bisschen ärgerlich dann. Pillepuff hat heute eine Challenge, schon mal, das heißt mal kein Pokémon zu verlieren. In dieser Folge, na, ob ich das hinkriege. Wir haben übrigens voll den geheimen Plan, wie ich an Glumanda komme. Und das vernünftig verpartnert ist, ne? Mhm. Aber das werden wir noch sehen. Oh, Sichlor, hallo. Ja, du hast auch ein Sichlor, schön. Die ganzen Flug-Pokémon fangen gerade an, mit Verfolgung zu spammen, weil sie nichts anderes machen können. Sehr schön, sehr schön. So. Ja, was liegt jetzt an? Ich gehe jetzt nochmal ins Pokémon Center, heile nochmal, dass mein Team fit ist, und dann stelle ich mich bei Norbert hin. Norbi. Das sollte mit Blitzer, das hat es, glaube ich, in der Arena ganz gut durchsweepen können. Das Level 27, das sollte was hinkriegen in der Arena. Ob das noch was bringt bei mir? Ich habe ja Kaba Frustration beigebracht. Mhm. Das ist die Frage, ob das noch jetzt noch was bringt irgendwie. Was ist Frustration? Je weniger das Pokémon dich mag, desto mehr Schaden macht es. Ach so. Ja, das bringt, glaube ich, nicht, dass unsere Pokémon nicht sterben dürfen. Deswegen sinkt der Wert nicht so einfach. Ich kann es erschlagen. Genau. So, dann wollen wir mal. Das war's. Jetzt muss ich noch kurz Kaba heilen und dann kann man in den nächsten Kampf, wo dann drei Botogil kommen. Ich hoffe nicht. So, ich stehe vor ihm. So. Sein Signature-Pokémon ist Probotogil. Bestimmt. Wie weit bist du? Ich bin sogar mal riskant heute. Ich gehe mal mit Hövels als erstes in den Kampf. Einfach weil es nur 25 ist und noch trainiert werden muss. Das ist riskant, nur so als Tipp. Dragoran, mein schwächstes Pokémon, ey. Wie komme ich denn zu Norbert? Dragoran ist Hövels? Ja. Nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, okay. Mein bestes Pokémon River wird ge. Was ist los? Wie komme ich denn zu dir? Du musst links von der Säule hochgehen. Warte mal. Links von der Säule. Gott. Also linke Seite, ne? Mhm. Dann hoch, rechts, runter. Dann landest du an den Säulen. Rüber zur anderen Säule. Hoch, rechts. Ach so. So, so. Okay, Gott. Bist du da? Ja. Dann kümmere ich mich mal um den. Pokémon machen in ihrem Leben viele Erfahrungen, genau wie Menschen. Auch ich habe in meinem Leben viel gesehen und erlitten. Da ich der Älteste bin, lass mich dir zeigen, was ich meine. Ich war schon mit Pokémon zusammen, bevor du geboren wurdest. Ich verliere nicht gerne. Ich... Norbert, der Wintertrainer, werde meine Macht demonstrieren. Er ist so lange mit seinen Pokémon zusammen und die sind noch so schwach. Ich würde mir mal Gedanken machen. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Natu, das erste. Dodo, machbar. So. Sollte auf jeden Fall machbar sein für Fanta bisher. Oh, fast ein One-Hit in Hövels. Donnerschock One-Hit. Aber Dodo hält auch nichts aus, ne? Jetzt wollte ich gerade Drachenknochen ranmachen. Wird also nicht viel bringen. Golbat als zweites. Mhm. Oh, Golbat ist ein Signature, Level 31. Xatu. Bei dir? Ich mach mal Donnerwelle. Oh, mit Nachtnebel. Geh weg. Ah, Konfusstrahl, verdammt. Golbat ist das. Was ist das Signature Golbat? Level 31 ist es bei mir. Das ist aber traurig. Oh nein, er hat auch noch einen Hypertrank. Weißt du, erst verwirrt er mich und dann hat er noch einen Hypertrank. Scheiße, ey. Keife ist genauso stark wie Golbat. Das muss man reinziehen. Ja, zweite Entwicklungsstufe, ne? So. Erster Seil-Alte. Keifel ist in der zweiten Gen auch nicht so übermächtig von den Werten her. Nee. Deswegen hat es ja auch Mammutel in der vierten Gen bekommen. Wenn man ganz ehrlich ist. Was? Wieso? Was denn? Er hat seinen Pokémon ausgetauscht.
Ja, zwischendurch machen die das in der zweiten Gen, ist auch sehr komisch. Sein Signature ist Ibitak bei mir. Ist ja machbar. Ja, das ist eine machbare Geschichte. Tausche ich aber aus. Da finde ich Golbat deutlich nerviger, ganz ehrlich. Oh ne, fang nicht mit Furion stark an, das dauert nur zu ewig. Oh, das kann Borschnabel, ne? Das kann schon Borschnabel, das Ibitak. Ja, oh nein, ist auch der Heuler. Ich wollte dich nur darauf hinweisen, das ist eine ziemlich starke Flugattacke. Ja, ich habe Kaba vorne, das sollte so nicht viel machen. Er hat bei mir auch einen Ibitak. Es muss der Ersatz für Yugong sein. Oh, scheiße. Nö, also wenn er Borschnabel hat, dann hat er keinen Bock drauf. Er macht nämlich Furien. Ja, ich wollte dich nur informieren, ich habe einen Heiltrank eingesetzt. Ich auch schon. Gut, haben wir zwei weg, ne? Mhm. Nee, ich musste gerade überlegen, weil falls ein Borschnabel kommt, ob Fanta das überlebt. Das kann ich gerade nicht einschätzen. Deswegen habe ich erstmal. Ja, ein bisschen Vertilink, Ibitak, danke. Hypertrank. Unfassbar. Machst du das? Das doch auch sein. Uff, das wird interessant. Das Vertilink kann auch bei dir bleiben, ne? Ich habe jetzt die ganze Zeit nur zwei Streffer. Aber wenn er jetzt keinen Drang einsetzt, ja, Ibitak ist besiegt. Donnerschock ist ja ein Two-Hit. Von daher passt das. Geschafft. Ja, ich muss gleich noch Zato kloppen, weil er meinte, er muss das da zurückziehen. Ich bin von deinem Können beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten in deinem Leben überstehen. Du bist dieses Ordens würdig. So, das war Ibitak und jetzt kommt noch Xatu wieder rein. Ja. Alter, ich muss meine Pokémon unbedingt trainieren, ey. Bei Jasmin würde ich wahrscheinlich untergehen, wenn ich so da reingehen würde. Ich meine, wir haben aber jetzt wieder das Level Cap 35, das heißt, wir haben Luft, wir können jetzt den Leuchtturm machen, wir können jetzt die Wasserroute machen. Autsch. Ich sollte unbedingt teilen, sonst ist Kaba gleich tot. Ja, wir haben ja jetzt ganz viel Stoff für die nächsten Folgen. So. Und die Leute denken sich so, nein, Wasserrouten, nein! Nächstes Heil-Item. Das Problem ist nämlich, Sato setzt die ganze Zeit Nachtebel ein und das hätte mich gerade getötet fast. Oh. Ja, weil er meinte ja, es zieht ja 29, aber es ist ja Level 29. Aber wenn ich auf dich warte, hole ich mir eben Kaffee. So, ich bin da. Oder auch nicht. Diese Orte nehmen den Spezialwert deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon Whirlpool einsetzen, um echte Strudel zu überwinden. Und dies ist ein Geschenk von mir. TM16. Ja, der Rest ist egal. Eissturm. Ich habe übrigens bewusst nicht im Plural gesprochen, ne, sondern so vorgelesen, wie es da steht, weil der schon an Altersdemenz leidet. Mm. Und nicht wahrnimmt, dass hier zwei Herausforderer sind. So, was ist denn TM16? Ich dachte, das wäre mal ein wenig authentischer. Oh Gott. Ich habe auch Glück, ne? Wieso? Meditation. Ich tausche gerne gegen meinen Sandwirbel. Alter. Ah nein, ich muss noch schnell was machen. Moment, Leute. Bin gleich wieder da. Ton habt ihr gleich wieder? Ja, ja, der Adam, der macht schon wieder irgendwas Komisches. Wahrscheinlich stürzt jetzt OBS wieder ab und die Aufnahme ist im Arsch. Ja, gestürzt, fertig. Ist ernsthaft? Nein, ich habe nur den Eisorden jetzt noch reingepackt. Ah. Mag vielleicht an falscher Stelle stehen, weil normal der Stahlorden da ja hin sollte, aber mir ist das egal. Nee, das musst du korrigieren. Der muss an die andere Stelle. So, dann fliege ich jetzt mal nach... Ne? Ja, aber ich guck erstmal Whirlpool, ne? Ich muss erstmal gucken, ob ich Whirlpool lernen kann. So, ja, genau. Weil die brauchen wir ja, wenn wir die Wasserroute machen. Wir gehen zwar. Oh, cool. Eiskaffee kann mal Whirlpool. Aber der hat schon. Mist. Stimmt, wir haben die Items, das Item schon, ne? Zwei Pokémon können das lernen, die haben schon eine VM-Attacke. Whisky kann auch irgendwie alles lernen, habe ich das Gefühl. Weißt du was? Fanta, ne? Das Elektro-Pokémon. Kann doch theoretisch einfach keine VM lernen eigentlich, ne? Mhm. Den bringe ich jetzt Whirlpool bei. Muss das ja irgendwie fair aufteilen. Sorry, Zoros, wir fliegen da mal nach Anemonia City. Los geht's. Es ist zwar merkwürdig, wenn Fanta Whirlpool kann, aber lassen wir das mal. Ey, das ist wenigstens noch realistischer, als wenn du hier mit einem Rizoros fliegst. Du jetzt hin? Nach Anemonia. Warum nicht nach, Weil du wolltest in die Strudelinseln, wolltest du reingehen. Na gut, wir können erst in die Strudelinseln, ist in Ordnung. Ich finde, ein Blitzer, was Whirlpool einsetzt, ist noch ein bisschen realistischer als ein Rizoros, was durch die Gegend fliegt.
Ja, minimal realistischer. Das sieht einfach nur bescheuert aus, ey. So, ich geh mal von oben rein. Oh. Ja, ich guck mal, wo jetzt gleich ein Eingang ist. Ich surfe zum Pokémon Center rechts rüber und guck, wie ich zum Eingang komme. So, bist Leute. Bist du an der Monia City? Ja. Ich guck mal eben, habe ich überhaupt noch genug Pokebälle? Na, 14 Superbälle, 10 Pokebälle sollte reichen. Dann einfach noch wir oben haben jetzt schwimmen. Auf den Schudelinseln ja jetzt noch einen Encounter. Und was ich rausgefunden habe dank dem Pokédex, ist, dass es da ein Glumanda gibt. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann erwähnt. Ja, schon mehrfach. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das mehrfach im in der Aufnahme erwähnt habe, aber mehrfach dir gegenüber. Verstehst du? Mehrfach in der Aufnahme. Das habe ich gerade nicht Okay, und ich will halt eigentlich einen Encounter dort kriegen und dann die Lieblings-Pokémon-Regel anwenden. So, ich gehe. Ach, die brauchen wir. Denke daran, dass du Blitz brauchst. Auch noch? Hm. Okay. Sonst pitch dunkel hier. Aber draußen wird es gerade dunkel. Ich glaube, das Gewitter zieht wieder auf. So, Pokémon. Kann überhaupt schon nicht jemand bei mir schon Blitz? Ich habe einen Hypertrank gefunden. Dann, Blitz wird, glaube ich, so eine Attacke, die kann von mir aus nach Tara lernen, wenn er es lernen kann. Stärke irgendwie brauchst du auch, ne? Ja, die kann ja Evoli. Ist auch geil. Evoli, das wahrscheinlich zu einem Psyana wird, kann Stärke. Aber war ja noch der Plan mit, eigentlich der Plan mit Nachtara zu dem Zeitpunkt. Also hoch? Aber war klar, die VM, die ich Nachtara beibringen will, die kann er nicht lernen. Natürlich. Ja, Fantan, kriegst du eine zweite VM jetzt reingeknüppelt. Aber wir haben ja in Ebenholz zum Glück einen Attackenverlerner notfalls. Mhm. Aber mit, weißt du was, Fanta braucht eh nur zwei Attacken eigentlich. Donnerblitz und eine andere Attacke. Von daher. So, mein Schutz ist ausgelaufen. Und mein Pokémon wird sein in dieser schönen Höhle, wenn es mal kommt. Da ist es. Und es ist ein... Oh! Jetzt will ich gar nicht, dass du Whisky rausnimmst. Was denn? Ich habe ein Lavita! Du, wenn ich direkt Glumanda als Encounter kriege, würde ich durchaus bereit sein, zu sagen, wir nehmen das Team so, wie es ist, rein. Ja, Lavita! Ich kann dir halt nur sagen, dass Dodo nichts aushält und das kann gefährlich sein. Ach, du warst mal ein Dotri. Oh, das habe ich nicht bedacht. Nein! Was denn? Das Ding kann Steinhagel. Och Gott. Zum Glück zieht es nicht zu viel ab. Wie Level ist das denn? Level 24. Okay. Also ist hier so der Levelbereich. Das ist ganz gut. Oh, ein Lavita. Dann habe ich ja beide Semi-Legenden hier. War das nicht dein Plan? Oder hatte ich da was falsch auf dem Schirm? Achso, ich schwimme gerade die ganze Zeit zwischen den Inseln her, ne? wo ist denn hier ein Eingang? Habe ich dir gesagt. Oben rechts. Heißt einfach hochschwimmen müssen. Achso, okay. Ja, gut. Mal erstmal einen Schutz an, damit ich überhaupt zwischen den Inseln jetzt herkomme. Damit die Pokémon mich hier nicht nerven. Ah, hier ist ein Strudel. Dann nehmen wir doch den einfach mal. Ich glaube, ich habe jetzt hier rechts unten die Insel genommen. Jetzt gibt es vier Höhleneingänge, gibt es hier, glaube ich, ne? Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, welchen man nehmen muss, um zu Lugia zu kommen. Du konntest, glaube ich, auch nur einen nehmen, glaube ich. Ja! Lavita wurde fangen. Glückwunsch, nenn es doch Milch. Ich glaube, den Namen habe ich noch offen. Es ernährt sich von Erde. Nachdem es einen Berg verschlungen, verspeist hat, schläft es ein, um zu wachsen. Ah, jetzt weiß ich auch, warum der Silberberg irgendwann verschwunden ist, wa? Weißt du Bescheid, ne? Du? Mhm. Oh, ist das geil. Lavita. Besorg dir was Schönes hier. Ja, die Frage ist, taucht Glumanda hier beim Gehen auf oder taucht Glumanda beim Wasser auf? Ja, aber du darfst ja sowieso dann zwei Pokémon fangen, stimmt ja. Du musst es ja nicht mit der Router austauschen. Ja, aber es ist jetzt erstmal Dupes. Was hast du? Dragonier. Hast du was Schickes? Ja, aber es ist erstmal Dupes, deswegen gucke ich, was es hier noch gibt. Ach, ich hätte mal Superschutz anschmeißen sollen. Ach, zum Glück habe ich Lavita bekommen. Ich hab's noch Sandan. Okay. Das wäre Dupes, glaube ich, gewesen. Ah, nee, das musste ich ja damals freilassen. Schon wieder Dragonier. Ja, hast du Drachenhöhle.
Das Problem ist, dass den kriege ich nicht geschwächt, das kann Drachenblut. Das stimmt, das ist ein bisschen hart. Ach, ich weiß, warum das immer auftaucht. Warum? Weil das stärker als meine Pokémon sind, die vor mir sind, und ich habe momentan Whisky vorne. Ah. Deswegen ist der Schutz nicht am Weg, deswegen können keine anderen Pokémon momentan auftauchen. Deswegen habe ich jetzt Blitzer nach vorne gepackt, in der Hoffnung, dass dann andere Pokémon auftauchen können, weißt du? Ich bin schon wieder draußen. Warum bin ich jetzt schon draußen? Weil jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich nur noch einen Encounter habe, ne? Und egal was jetzt kommt, muss ich es dann nehmen. Mhm. Nein! Ach, fuck. Mhm. Ach, ich bin in eine Schwimmerin, die draußen reingeschwommen. Huch, das ist ein anderer Eingang, das ist gut zu wissen. Dam, 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 dam. Oh, das ist doch jetzt nervig. Warum? Warum? Der Blitz muss, der Schutz läuft halt nicht aus gerade, ne? Hier kann ich surfen, das ist interessant. Ich überlege gerade, ob es so eine kluge Idee ist, zu surfen. Werde ich herausfinden. Oh, noch eine Flinkklaue. Ich habe schon eine, aber warum nicht, ne? Ah, hier bin ich jetzt wieder, okay. Schutz wirkt nicht mehr. Und mein Encounter für die Schrudelinseln ist... Oh, ich habe ein Glücksei gefunden. Ich wollte gerade sagen, das ist ein komisches Pokémon. Mein Encounter ist... So, dann hoffen wir mal, dass niemand stirbt. Wieso? Ja, Dragonier. Ui. Ja, dann hoff mal, dass keiner stirbt. Das wird nämlich jetzt böse. Muss aber nur zwischendurch mal aus- und auswechseln. Ja, ach. Meine Pokémon haben nicht so mega viel KP. Naja, alleine River und Noctara müssten ja ordentlich schon haben. Ja, Phantas auf Level 28 hätte 2 Drachenblüte ausgehalten. Allerdings ist momentan nur mit Windhose angegriffen worden. Trotzdem. Ist halt nicht so praktisch, ne? Mhm. Ja, es ist ein Semi-Legenden-Team, könnte man reinnehmen, auf jeden Fall. Kann man ja schon mal sagen. Ja. So. Oh, Frage ist nur, es kann Donnerwelle, Silberblick, Windhose, ja, und Drachenblut. Danke. Jetzt habe ich ein Problem. Austauschen, heilen. Nein, ich nutze jetzt einen Supertrank, dann halte ich theoretisch 2 Drachenblüter aus, weil ich habe jetzt Dragonier in dem Bereich, wo ich es fangen kann. Mhm. Natürlich machst du erstmal eine Windhose, um mich zu ärgern. Aber eine Drachenwut halte ich ja noch aus. Gut, dass ich ein paar Superbälle habe. So, und da muss ich jetzt mal gucken, wie komme ich an Glumanda? Wahrscheinlich kann ich Glumanda heilen, ne? Angeln, ne? Mhm. Da muss ich mal in dem einen Gebiet jetzt, wo ich vorhin reinkam. Alter, schüttet das gerade draußen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Wo ist denn hier verdammt? Ist das der gleiche Eingang von vorhin? Was? Ah, ich suche gerade einen anderen Eingang. Ja, das ist der gleiche von vorhin. Leck mich an die Füße. Dragonier. Gefangen. Ja! Namen? Hm? Namen? Veltins. Veltins. Schalker-Bier. Nein, eigentlich ist es ein Sauerländer-Bier, aber Veltins sponsert halt Schalke. Yeah, Legendenteam. Ja, kann man mitarbeiten. Es kann immerhin schon Drachenblut nicht, wie bei dir, wo du dich noch rumplacken musstest damit, ne? Klar. Oh, sag mal, ist denn hier nur ein anderer Eingang irgendwo? So. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich zu dem anderen Eingang komme, wo ich surfen konnte. Da kann ich dann bestimmt angeln und surfen und gucken, was es da gibt. Und ich sollte erstmal, du bist nicht im Kampf, ne? Doch. Du weißt ja, egal, ist ein Wildes, ne? Nee, ich schwimme die ganze Zeit hier durch die Gegend und komme auf Trainer. Ja, ist jetzt egal. Eine Heil-Item ist für dich weg. Ich habe erstmal mein Team geheilt. Hallo Nebulak. Ein paar Heiler einsetzen, damit Fanta wieder fit ist. So, und dann gucken wir mal, mit wem gehe ich am besten nach vorne. Eigentlich was Schnelles, was Level 24, nehmen wir mal Whisky nach vorne, weil Whisky ist schnell. Mhm. Musst du gucken, wo du Glumanda kriegst noch, ne? Ja, das ist jetzt meine Idee. Ich will halt gucken, wo es die Glumanda gibt. Und ich vermute mal, dass es Glumanda im Wasser gibt. Ich ertrinke! Weil ich jetzt wieder einem Dragonier begegne. Für mich gibt's nichts anderes. Weißt du? Oh, die hat Gengar. Wahrscheinlich ist Dragonier der Zubat-Encounter. Ja. Aber deswegen hole ich jetzt die Angel raus. Wir haben die Profi-Angel schon, ne? Mhm.
Mhm. Und angel mal und gucke, was dabei kommt, ne? Ja, das ist da heute. Das ist heute Mission Glumanda. Ja. Ich meine, ansonsten finde ich das, glaube ich, noch in der Drachenhöhle hinten in Emerald City. Bin ich doof? Es gibt doch mehr als zwei Eingänge, oder? Alter, ich hätte angeln sollen. Warum? Kabutops. Ach, Alter. Komm. Gegen den alten Weggefährten. Ja, Dragonier, alles schön und gut, aber du weißt, was ich meine, oder? Jo. Kabutops wäre mal eine Abwechslung gewesen. Dann surfe ich mal, gucken, was ich hier begegne. Wahrscheinlich Dragonier als Zubat-Encounter. Nee, Slimer. Slimer. Ey, wie man da soll es doch hier geben. Na egal, die Folge ist eh zu Ende. Ich würde sagen, wir gucken, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Alter! Button. Das wäre auch geil gewesen. Hm? Beim Surfen bin ich gerade Lashoking begegnet. Sure, super. So, ich würde sagen, ich mache jetzt Offscreen Mission Glumanda und sobald wir bei Glumanda im Screen sind, schalten wir wieder ein, oder? Ja. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.